Als ich in Amerika ankam, habe ich gemerkt, es gibt viele kulturelle Unterschiede. Ich bin hier in der Schweiz eher in einem ländlichen Dorf aufgewachsen. Und dann kommt man dann so an, Los Angeles in die riesige Stadt. Und da ist mir schon einmal geschockt. Und ich habe gemerkt, wie viele die klassischen Klischees, die man über Amerika hat, wie zum Beispiel, dass sie viel offener sind, aber halt ein bisschen oberflächlicher, die stimmen grösstenteils. Aber es gibt auch viele schöne Sachen, wie zum Beispiel, dass es wirklich nicht unüblich ist, dass man auf der Straße mal jemandem ein Kompliment macht und sich fragt, ja, wie es ihm geht, was man macht. IFS Educational Travel. Ich bin Luca Gaffner, bin 22, komme aus der Region Thun und am Santa Barbara City College das Study Abroad Programm gemacht. Ich bin ins Ausland gegangen, weil ich es schon lange geplant habe. Während meiner Lehre kam der Wunsch mal auf. Ich habe nicht genau gewusst, was ich da genau machen will. Ich glaube, 2019 bin ich auf IFS gestossen. Ich habe mich informiert und habe mich dann entschieden, dass ich so etwas machen will. Ich habe mich schlussendlich für die USA entschieden, weil mich die Mentalität interessiert und die ganze Kultur von Amerika. Andererseits mit Corona war es möglich, in Santa Barbara zu studieren. Und darum ist es dann schlussendlich Amerika geworden. Ich habe mich für Santa Barbara City College entschieden, weil die Lage traumhaft war, mit dem Strand direkt voran. Und auch die Schule war eine grosse Schule mit vielen verschiedenen Studienangeboten. In Santa Barbara habe ich in einem grossen Haus gewohnt mit etwa 13 anderen Studenten. Ich habe mein Zimmer mit einem Italiener zusammen geteilt. Und Küche haben wir alles gehabt, zwei Wohnzimmer. Und so war es eine ganz coole Zeit, in diesem Haus zusammen zu leben. Am Santa Barbara City College hatte ich vier verschiedene Fächer, die ich besucht habe. Englisch, Filmproduction, Schauspiel und Kommunikation in einer kleinen Gruppe. Im Schauspielunterricht haben wir viele Spiele gemacht, interaktive Spiele, wie man sich selber präsentieren kann, wie man einen Monolog präsentieren kann, aber auch einen kleinen Film dreht. Filmproduction haben wir natürlich, wie so der Name sagt, Filme dreht. Da haben wir ganz coole Nachwuchstalente, die sich interessieren oder selber schon in Hollywood gearbeitet haben. Sie waren alle in dieser Klasse gewesen. Der Lehrer selber hat da bekannte Filme wie beim Film Oben mitgemacht. Und natürlich sehr viel Praxiserfahrung hatte und uns spannende Sachen mit auf den Weg geben. Fun Fact zum Englischkurs. Meine Studiengangsberaterin hat mir den Kurs empfohlen. Ich dachte, dort lernt man die Grammatik. Und ich habe für solche Schüler gedacht, die Englisch als Zweitsprache lernen. Ich bin am ersten Tag in die Schule gegangen, in die Klasse gegangen und gemerkt, ich bin nur mit Muttersprachler da drin. Aber schlussendlich war es wirklich eine meiner Lieblingsklassen. Am Wochenende oder nach der Schule bin ich viel an den Strand gegangen mit meinen Zimmerkollegen. Wir sind viel surfen, Beachvolleyball oder sonst einfach am Wochenende auch viele Roadtrips gemacht. Auf Los Angeles sind wir gegangen, auf Las Vegas. Cool war, ich hatte immer am Freitag frei, haben wir es so eingerichtet und dann hat es auch immer ein verlängertes Wochenende gegeben und dann konnte man auch grössere Trips machen. Als ich in Amerika ankam, habe ich gemerkt, wie viele kulturelle Unterschiede. Ich bin hier in der Schweiz eher in einem ländlichen Dorf aufgewachsen. Und dann kommt man dann so an, Los Angeles in die riesige Stadt. Und da ist mir schon einmal geschockt. Und ich habe gemerkt, wie viele die klassischen Klischees, die man über Amerika hat, wie zum Beispiel, dass sie viel offener sind, aber halt ein bisschen oberflächlicher, die stimmen grösstenteils. Aber es gibt auch viele schöne Sachen, wie zum Beispiel, dass es wirklich nicht unüblich ist, dass man auf der Straße mal jemandem ein Kompliment macht und sich fragt, ja, wie es ihm geht, was man macht. Der Unterschied zwischen dem amerikanischen Schulsystem und dem Schweizer Schulsystem habe ich gemerkt, dass die Beziehung zwischen den Lehrern und den Schülern ganz anders ist. Mir denke ich, das ist alles viel persönlicher. Die Lehrer wollen wirklich, dass du gute Noten hast und du dich wirklich auf dem Weg unterstützen, du dich fragen, wie es ihm geht, wo sie helfen können und du dir wirklich so weiterhelfen. Also ich kann wirklich jedem Auslandaufenthalt empfehlen, wo ich eine mega coole Zeit gefunden habe, wo ich mega coole viele Leute kennengelernt habe, wo ich immer noch Kontakt habe, wo ich auch schon etwas mit denen gemacht habe, auch im Sommer einen Roadtrip planen. Andererseits, wir lernen eine ganz neue Kultur kennen, andere Mentalität und natürlich auch viele internationale Studenten, wo man weiterhin Kontakt pflegen kann und die auch mal besuchen kann, wenn es sich so gibt. Andererseits habe ich natürlich auch mega profitiert mit der Sprache. Ich habe sehr viel Englisch gelernt, habe mein Englisch deutlich verbessern und das ein weiterer Vorteil. Ein Highlight, das ich erlebt habe, ist sicher Thanksgiving, das ich bei einer amerikanischen Familie in Colorado verbringen durfte. Ich bin auf Colorado eingeladen worden und durfte die klassische Thanksgiving erleben.
ein weiteres Highlight, das ich erleben durfte, ist sicher der Roadtrip nach dem Studium. Bin mit ein paar Kollegen habe ich entlang der West Coast einen Roadtrip gemacht. Am Schluss sind wir auch noch auf Hawaii und die Natur ist einfach unglaublich. Zum Schluss, das dritte Highlight sind natürlich die bekannten legendären Partys, wo man gehen konnte. Das war natürlich ein sehr Unterschied zur Schweiz, ein grosser Unterschied. Ich habe mich für IFS entschieden, weil ich mich von Anfang an sehr gut und ehrlich beraten gefühlt habe. Andererseits haben sie alles für mich organisiert, das heisst den Flug, die Unterkunft und mich dort am College angemeldet. Das hat natürlich sehr viel Hilfe abgenommen. IFS, Educational Travel.